Ich habe heute die schöne Aufgabe, das Thema Transformationsansätze in europäischen Immobilienportfolien aufzuzeigen. Und ich bin auch ganz froh, dass es Transformationsansätze heißt, denn es wird nicht den einen Ansatz geben. Allein wenn ich mir unser Portfolio anschaue, wir sind überwiegend in Europa tätig, aber auch da in unterschiedlichen Ländern. Investiert in Büroimmobilien, in Einzelhandelsimmobilien, Shoppingcenter, Fachmarktzentren, Lebensmitteleinzelhandel, ein großer Anteil an Logistikimmobilien, etwas Wohnen. Das sind einfach unterschiedliche Assetklassen, unterschiedliche Anforderungen. Und bei dem Thema Transformation, Strategieentwicklung ist ja auch immer die Frage, wo befinden wir uns denn eigentlich im Lebenszyklus? Sind wir jetzt in der Projektentwicklung? Sind wir im Bestand? Sind wir eher am Ende des Lebenszyklus in einer Sanierung? Welche S-Klasse betrachten wir? Eher Low-Tech, eher High-Tech-Immobilien? Aber auch welchen Impact, welche Transformation wollen wir denn überhaupt anstoßen? Ich habe hier mal unsere drei strategischen Säulen mitgebracht, die wir uns auserkoren haben. Das Thema Climate Action, also Dekarbonisierung unseres Bestandportfolios. Das immer im Zusammenhang mit People, mit Menschen, mit sozialen Aspekten. Und das Thema Natur, Biodiversität dürfen wir hatten das gestern ja sehr dominant, sehr präsent in dem ersten Tag, auch nie vergessen. Also wo denken wir hin bei ESG-Transformation? Wenn ich mir dann das europäische Portfolio anschaue, ist es natürlich auch ein Thema Standort, Standorteigenschaften. Allein wenn man sich das Thema Stromnetze im europäischen Vergleich betrachtet. Einfach mal die Übersicht zu den unterschiedlichen CO2-Emissionsfaktoren der einzelnen Länder. Dann sieht man sehr schnell, hier gibt es Unterschiede. Ja, wir müssen Energie überall nach unten bekommen. Wir müssen reduzieren. Aber wenn es an das Thema Priorisierung von Maßnahmen geht, jetzt insbesondere mal auf CO2, ist die Frage, will ich mir vielleicht eher Länder anschauen, die einen sehr hohen CO2-Footprint haben. Aber auch die Frage, welche Maßnahmen kann ich in den Ländern umsetzen? Wir sprechen ja sehr viel von der Elektrifizierung der Wärme. Ist das wirklich in allen Ländern so einfach umsetzbar, wenn ich mir jetzt mal eher die dunklen, die braunen Länder anschaue mit den hohen CO2-Emissionen im Strom? Zu guter Letzt aber auch das Thema Regulatorik. Es gibt auf europäischer Ebene